Es war kein Gala-Auftritt wie gegen Arsenal, aber am Ende ein souveräner Erfolg. Durch das 3:0 über Anderlecht steuert der BVB weiter aufs Achtelfinale zu. Insgesamt ist die Konstellation in der Gruppe als Ausgangsposition natürlich hervorragend. Wir fangen jetzt nicht das Rechnen an, aber mit dem nächsten Spiel in Istanbul haben wir eine gute Möglichkeit, vielleicht schon einen Riesenschritt nach vorne zu machen, und demnach freuen wir uns natürlich über diese Konstellation in der Champions League. Dortmund nun weiter auf Platz 1, 3 Punkte vor Arsenal. Dank einer gewohnt guten Offensivleistung, vor allem aber wegen des Umstands, dass es diesmal keine Gegentore gab. Anders als zuletzt in der Liga. Wir wissen natürlich auch, dass wir in den letzten Spielen nicht das abgerufen haben, was wir leisten können. Und wir haben viel zu viele Gegentore kassiert. Deswegen war heute unser primäres Ziel natürlich erstmal kompakt zu stehen, gut zu stehen, dann kein Gegentor zu kassieren. Das ist uns geglückt. Ja gut, wir haben in den letzten Wochen halt Fehler gemacht, die bestraft wurden. Heute haben wir auch Fehler gemacht, die wurden halt nicht bestraft. Aber so ist das. Sie bewerten die Spiele immer nach den Toren. Wenn man zu Null spielt, heißt es defensiv gut, auch wenn man... Wir haben heute defensiv gut gespielt, aber auch wenn man mal vielleicht doch ein paar Chancen zu viel zugelassen hat. Deswegen, wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, aber wollen uns spielerisch definitiv noch steigern.